Ich muss mir unbedingt eine der Zylinder noch mal ansehen. Ich bin gut, nicht auch. Alles in Ordnung, Oscar. Die Lokomotive ist bereit zur Abfahrt. Es ist mir höchst unangenehm, Kate Walker. Mein Unwissen ist unentschuldbar. Ich hoffe, Sie werden mir trotzdem auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Bitte kehren Sie jetzt an Ihren Platz zurück. Wir fahren ab. Endlich. Versteckt. Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemanden zu erzählen. Da hinten ist es. Guck. Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ach, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. So, und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Das du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug.
Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Hans, vorsichtig. Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. Wo sind wir, Oscar? In der Universitätsstadt Barockstadt, Kate Walker. Müssen wir hier unbedingt anhalten? Ja, dies ist eine notwendige Bedingung für das Fortsetzen der Reise. Ja und? Worauf warten Sie? Finden Sie einen Weg, sie wieder aufzuziehen? Ich vermute, dass es irgendwo in diesem seltsamen Bahnhof einen Mechanismus dafür gibt. Ich habe nichts derartiges gesehen, Kate Walker. Wir müssen uns erkundigen. Die hohe Luftfeuchtigkeit schadet meinen empfindlichen Zahnrädern. Ich werde also im Inneren der Lokomotive auf Sie warten. Sie Angsthase. Oscar, wir haben ein ernstes Problem. Wie sollen wir unsere Reise fortsetzen, wenn der Zug streikt? Sehen Sie eine Lösung? Für jeden Federmechanismus gibt es eine Aufziehvorrichtung, Kate Walker. Suchen Sie weiter. Gut. Wollen wir hoffen, dass Sie recht haben. Ich sehe, ob ich etwas finden kann. Wollen Sie mir wirklich nicht helfen, ein Mittel zu finden, um diesen Zug aufzuziehen? Wenn ich diese Lokomotive verlasse, setze ich mich dem Rost aus, Kate Walker. Und was nützt Ihnen ein verrosteter Lokführer? Da haben Sie wahrscheinlich recht. Oscar, ich glaube, dass Hans Vorarlberg sich nach seiner Flucht aus Valladolid in dieser Stadt aufgehalten hat. Vielleicht ist unser Zug nicht zufällig hier stehen geblieben. In der Tat, für den Zufall bietet eine solche Schienenreise keinen Platz. Sie sind also mit mir einer Meinung? Wir haben keinen schlüssigen Beweis für das, was Sie da vermuten. Der Zug hielt an, da sein Federmechanismus entspannt war. Das ist der Grund, Kate Walker. Ich hätte mir ein bisschen mehr Fantasie Ihrerseits erhofft, Oscar. Nein, Kate Walker, ich bin nur ein einfacher Automat. Kate Walker? Diese Lokomotive mag zwar ein kleines technologisches Wunder sein, aber Sie müssen zugeben, dass die begrenzte Autonomie Ihres Motors Probleme bereitet. Ich kann Ihnen bei derartigen Überlegungen nicht folgen, Kate Walker. Wenn ich bedenke, dass ich befürchtet habe, als Anwältin meine Zeit hinterm Schreibtisch zu verbringen. Stimmt etwas nicht, Kate Walker? Ist die Verpflegung nicht nach Ihrem Geschmack? Wünschen Sie ein anderes Kopfkissen? Machen Sie sich keine Sorgen, lieber Oscar. Es ist alles perfekt. Sie sind perfekt. Ich muss schnell los, Oscar. Bis nachher. Ja, Kate Walker. Ah!
Guten Tag. Sie sind mit dem Zug angekommen, nicht wahr? Ja, ich komme aus Valladolid. Oh, ich habe schon lange keinen Zug mehr gesehen. Bringen Sie Studenten? Nein, ich reise allein. Fast jedenfalls. Oh, ich erinnere mich noch. Zu Herbstbeginn kamen die Züge voller junger Leute aus der ganzen Welt, die Zoologie, Botanik, Paläontologie und all diese Sachen studieren wollten. Das hier war eine große Universität. Und heute nicht mehr? Ah, heute. Sind Sie schon lange der Bahnhofsvorsteher von Barockstadt? Ich habe nie was anderes gemacht. Sind Sie für diesen Zug verantwortlich? Nein, das heißt, ich weiß nicht genau. Wollen Sie in unserer berühmten Universität Ihre Kenntnisse vertiefen? Ja und nein. Ich bin immer auf der Suche nach Informationen. Viel scheinen Sie ja nicht zu wissen. Und Ihr Zug, der wird dort, wo er gerade steht, stören. So viel ist klar. Ich bin Anwältin und mit einer etwas ungewöhnlichen Untersuchung betraut. Eine Untersuchung? Wissen Sie, ich bin nur ein einfacher Bahnhofsvorsteher. Ich kann Ihnen nichts sagen. Man kann nicht wissen. In dieser Angelegenheit kann jeder irgendwie richtig sein. Also ich weiß von nichts. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Wissen Sie, wo ich eine Anlage finden kann, um meine Lokomotive wieder aufzuziehen? Nicht in diesem Bahnhof. So viel ist sicher. Aber vielleicht Richtung Mauer. Wollen Sie länger hier bleiben, Fräulein? Nein. Das heißt, ich weiß nicht. 1-2 Tage. Länger nicht. Wissen Sie, ich muss die Lokomotive aufziehen, um meine Reise fortsetzen zu können. Naja, wenn Sie länger hier bleiben, bringen Sie mich in Schwierigkeiten. Ein Zug, der hält an, fährt weiter, das ist Vorschrift. Außerdem stört Ihre Maschine die Vögel. Vielleicht können Sie mich zur Mauer begleiten. Zu zweit finden wir sicher schneller etwas, womit ich meinen Zug aufziehen kann. Mein liebes Fräulein, die Vorschriften sind eindeutig. Ich darf diesen Bahnhof nicht verlassen. Und ich möchte keinen Ärger mit den Herren der Universität bekommen. Verstehen Sie das? Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Uff, was glauben Sie denn bei all den Leuten, die durch diesen Bahnhof gekommen sind? Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihren Bahnhof blockiere, aber der Federmechanismus, der die Lokomotive antreibt, muss neu aufgezogen werden. Eine aufziehbare Lokomotive? Wie ungewöhnlich. Und nicht gerade praktisch. Oh, ich habe immer davon geträumt, einmal Zug zu fahren. Aber jetzt bin ich wohl zu alt dafür. Und dann sind da die Vögel. Ich muss mich um sie kümmern. Alle diese Vögel, noch dazu in einem Bahnhof. Erstaunlich. Dies ist nicht nur ein einfacher Bahnhof, mein Fräulein. Die Vögel bilden die berühmte ornithologische Sammlung der Universität Barockstadt. Ja, und in dieser Voliere fanden die erstaunlichsten Arten aus allen Teilen der Welt ein neues Zuhause. Und ich bin nicht nur Bahnhofsvorsteher, sondern kümmere mich gleichzeitig um meine gefiederten Gäste. Keine leichte Aufgabe, das können Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen gerne. Das Schwierigste ist, die Harmonie unter all diesen Arten aufrechtzuerhalten. Wissen Sie, einmal brauchte ein Forscher von einer Reise nach Amazone ein Kuckucksbärchen mit. Und das war keine gute Idee? Oh, eine bedauerliche Idee. Wie alle Kuckucks legt auch dieser verfluchte Vogel seine Eier in die Nester anderer Arten. Und noch dazu wirft er alle anderen Eier aus dem Nest, damit nur sein Ei bebrütet wird. In der Tat, ein recht egoistischer Vogel. Und Sie können nichts tun, um ihn daran zu hindern? Ja, die Fakultät erklärte, dass dieser Vogel aufgrund seiner Seltenheit geschützt werden müsste. Nur dank unseres mechanischen Adlers konnten wir das Desaster in Grenzen halten. Sie haben hier einen Automaten? Ja, ein kleines Wunder, das auf Schienen durch die Luft gleitet und von Zeit zu Zeit die Eier des Parasiten einsammelt. Aber leider funktioniert der Adler schon seit vielen Jahren nicht mehr und es ist mir unmöglich, die Eier selbst einzusammeln. Warum? Warum? Ich traue mich nicht mehr auf die Brücke. Vor ein paar Monaten bin ich von da oben runtergefallen und habe mir sehr weh getan. Seitdem wird mir schwindelig, wenn ich nur nach oben blicke. Ach, Sie Ärmste. Das muss sehr unangenehm sein. Ja, und die Kuckuckseier stapeln sich in den Nestern. Die Rektoren werden das irgendwann mitbekommen. Ja, dann gibt's Probleme. Ach ja, das alles ist nicht so einfach.
Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Hier kann ich wohl nicht lang. Dieses Gefährt sieht wie der Zugaufzieher aus, den ich im Bahnhof von Valladolid benutzt habe. Ich muss irgendwas finden, um die Lok hierher zu bekommen. Kate Walker, kommen Sie bitte. Ich muss Ihnen etwas informieren.